das ist ja ein Thema, das die Menschen in Riga selber auch berührt, aber es ist ja auch kein sehr angenehmes Thema. Von daher kann ich mir vorstellen, dass es ja da durchaus Menschen gibt, die sagen, eigentlich so Deckel und zu, und das ist ein Thema, das ist schon so lange weg, da möchten wir eigentlich gar nicht drüber reden. Oder wie ist die Stimmung in Riga? Es geht an beide. Das ist also eben gerade in Lettland, aber auch in vergleichbaren Ländern also besonders schwierig und kompliziert. Meine Anfangserfahrung war dann, als ich das erste Mal in Salaspils war, das war so ein Deutschlette, und seine Frau ist aus Protest sozusagen im Wagen geblieben, weil einfach Salaspils galt als sowjetische Gedenkstätte. Das war die Sache der Sowjets. So, und damit war es weg. Dann also eben, als wir 1993 oder 92 eine erste Erinnerungsreise dorthin gemacht haben, die lettische Reiseführerin, die wir vom Reisebüro hatten, gut zu verstehen geben, was interessieren Sie sich denn dafür? Interessieren Sie sich doch lieber also eben für das, was die Sowjets uns angetan haben. Oder war genauso bei dem Prozess, also eben, wenn da eben Exilletten waren, ein Teil, die haben auch so gesagt. Ne? Aber 20 Jahre unabhängig, dann zum ersten Mal, oder dann wieder verlorene Unabhängigkeit, dann kommen die Sowjets rein, dann ein Jahr später dann also eben die Deutschen, dann also eben wieder die Sowjets, also das ist also ein Hin und Her dann also eben von Gewaltherrschaft, und dann also eben in der deutschen Zeit, ja, ein Teil war fürchterlich Mittäter, und das sozusagen als Kollektiv, damit also eben umzugehen, das ist äußerst schwierig, und da brauchen wir ja nur vor der deutschen Kultur zu kehren. Dass also eben sozusagen die Bereitschaft, kollektiv sich mehr damit auseinanderzusetzen, da war die Voraussetzung erstmal ein gehöriger Abstand, sozusagen Generationenabstand. Das wäre so, wie das heutzutage oder in den letzten 10, 20 Jahren läuft, wäre das in den 50er Jahren nicht drin gewesen. Nicht? Also das... da braucht es da, glaube ich, also auch was, denen also Abstand. Und ich habe andererseits also auch die Erfahrung gemacht, im lettischen Zentrum, was es früher in Münster gab, da bin ich dann also auch mal zum Jahrestag des Riga-Blutsonntags eingeladen worden. Das hat wahrscheinlich also Ärger dann im Zentrum gegeben, aber das gab es also auch. Ne? Und dann also eben hier, als also die Einweihung von Bikanieki war, der neueren Gedenkstätte, da war die Präsidentin da, die hat eine sehr gute Rede gehalten. Und da war auch eine große Offenheit, also auch für den Magas Westermann ist also für sein Institut und so. Also da gibt es also von der politischen Ebene her dann zum Teil also auch ein Entgegenkommen, ist auch etwas damit verbunden, dass man weiß, sowas gehört sich heute sozusagen im Rahmen der Europäischen Union. Ne? Aber gut, das ist also kein sozusagen kein schlechter Anpassungsdruck, würde ich sagen. Ne? Und wenn es nicht also einfach nur als Korrektnis sozusagen läuft. Ne? Und deshalb ist aber eben der Ansatz dann jetzt vom Volksbund mit den Workcamps ist also unheimlich wichtig. Also ich komme ja aus dem Bereich der Sicherheitspolitik, und deshalb würde ich sagen, das ist genau ein strategischer Punkt, der da mit angepackt wird. Und zwar einmal, dass man sozusagen Generationen- und Altersgruppen übergreifend diesen Erinnerungsprozess hinkriegt. Dass wir sozusagen so als Ältere, ich sag mal jetzt, Entschuldigung, wenige Ausnahmen hier, aber dass die Älteren nicht auf ihrer Bereitschaft, diese Sachen also eben zu erinnern, aufzuarbeiten, nicht sitzen bleiben, sondern dass das sich durch die nächsten Generationen fortsetzt. Und da also eben, ne, das ist das eine, und ne, sie erreichen dann inzwischen dann, was weiß ich nicht, die dritte oder vierte Generation, und dann das andere, und das ist also noch komplizierter, die verschiedenen Gruppen, die Nationalitäten übergreifend, die dann eine höchst unterschiedliche also eben Einstellung zu haben. Ne? Und das dann also eben, und insofern ist das also eben, es sind relativ kleine Aktivitäten, aber eben von riesiger Bedeutung. Ne?